Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich darf euch heute begrüßen und zwar zu Items, die es in League of Legends nicht mehr gibt, die es aber mal gab, aber jetzt halt nicht mehr. Und hier habe ich mir als Aufgabe gesetzt, euch mindestens ein Item zu droppen, was ihr nicht kennt. Ich denke mal, viele kennen so die Items aus den letzten ein, zwei Seasons, aber was ist denn eigentlich davor gewesen? Und da droppe ich auch direkt mal hier die große Bombe und zwar Sonjas Ring. Sonjas Ring ist ein Urgestein in League of Legends und für sage und schreibe 3460 Gold, ja genau dieser Wert, hat euch dieses Item 120 AP gegeben. Es wurde auch mal ein bisschen gereworked, hat auch mal Mana gegeben, dies, das, aber 120 AP. Klingt erstmal so, okay Tobi, was hat das Item denn noch drauf? Und das Item hat tatsächlich einiges drauf. Zunächst die Passive, eure AP wird um 25% erhöht. Kennen wir irgendwo ja, ist die Rabadons Passive. Ja, Rabadons gibt aktuell, glaube ich, 35%, aber 25% ist definitiv schon nicht schlecht. Denn es kommt auch noch eine Active obendrauf, und zwar die Stundenglas Active. Ja, das heißt, wir haben für 3460 Gold das ultimative offensive Item mit viel AP und AP-Erhöhung und das ultimative Defensiv-Item mit dem Stundenglas in einem. Das war also ein unglaublich starkes Item, musste unbedingt genervt werden und wurde deswegen auch in Rabadons Deathcap und in Sonja Sauerglas gesplittet. Wenn ihr jetzt sagt, hey Tobi, das ist mein Top-Item, ich würde dieses Item wirklich gerne ins aktuelle League of Legends wiederhaben, dann wählen Sie bitte die 1. Oben rechts bei der Abstimmung. Dankeschön. Tobi, sag mal, AP ist ja schön und gut, aber mich würde mal interessieren, wie das Jungling damals war. Und hier haben wir den freaking Spirit fucking Stone. Ja, ist wirklich so. Nein, tut er nicht. Und zwar war der, glaube ich, aus Season 4 oder sowas in der Richtung. War das Grund-Item, aus dem man weitere Jungle-Items gebaut hat. War einfach eine Handhausmachete und so ein paar Amulette. Das Ding hat 20% mehr Bonus-Damage gegen alles gemacht und ihr habt ein bisschen was gereckt. Ein Item, was man hier rausbauen konnte, war das Spirit of the Elder Lizard. Eine Anlehnung an den damaligen Red Buff, der ebenfalls ein Lizard war. Und der die gleiche Fertigkeit hat wie der Red Buff mehr oder weniger. Das heißt, sobald ihr dem Gegner physischen Schaden zufügt, kriegt er über die nächsten 3 Sekunden True Damage und brennt dahin. Was an diesem Jungle-Item sehr interessant war, ist, dass ihr ein Gold-Item mit integriert habt. Das heißt, ihr konntet alle 1,5 Sekunden bis zu 80 Stacks sammeln. Und diese Stacks haben sich abgebaut, sobald ihr ein Large Monster gekillt habt. Ja, das heißt, bis zu 40 Stacks, ihr habt pro Stack ein Gold bekommen. Ihr habt also einfach mal 40 Gold oben drauf bekommen. Was eigentlich ziemlich cool ist, aber damals muss man sagen, hat man im Jungle auch sehr wenig Gold bekommen. Und das sollte den Junglern so ein bisschen aushelfen. Spirit of the Ancient Golem, das ist das Tank-Item von damals gewesen, Anlehnung an den Blue Buff tatsächlich, und wenn wir uns jetzt einfach mal die Stats ansehen, sieht man, dass es echt insgesamt sehr, sehr wenig gab, ja, 200 Health, 20 Armor, 10% Cooldown Reduction, das AD-Item von gerade hatte auch nur 30 AD im Vergleich zu heute 60 AD. Die Effekte von diesem Ding waren aber auch wieder ganz nett, und zwar hat man hier 25% Bonus-Health ebenfalls bekommen und jedes Mal, wenn man im Jungle von Monstern Schaden bekommen hat, hat man so eine Art Reck bekommen. Das heißt, ihr habt richtig viel HP und Mana regeneriert und die Viecher zum Bluten gebracht, wo sie 5% ihrer Maximal-Health über 3 Sekunden verlieren. Das war für den Jungle-Killer sehr, sehr gut, vor allem, weil Tank-Jungler es sehr, sehr schwierig hatten. Ja, dieses Sunfire im Jungle gab es ja nicht schon immer. Und damals musstest du teilweise, also mit Rammus kann ich mich erinnern, deine Ultimate einsetzen, um ordentlich durch den Jungle durchzukommen. Ja, das habe ich wirklich sehr, sehr oft gemacht. Ebenfalls ist hier auch die Gold-Passive natürlich drauf. Hier wichtig zu sagen ist allerdings auch noch, dass dieser Blutungseffekt zum Damage an Monster nicht auf Champions ging. Das war wirklich ausschließlich für den Jungle gedacht. Natürlich fehlt noch die AP-Variante und hier haben wir The Spirit of the Spectral Wraith. Dieses Item ist ebenfalls eine Anlehnung an ein Monster, was es leider nicht mehr gibt. Dieses Ding gab euch 50 AP, 10% Cooldown Reduction und natürlich eine Passive. Diese Passive hat euch für jedes Large Monster, was ihr gekillt habt, 2 AP gegeben, bis zu 15 Stacks. Das heißt, ihr hattet insgesamt 80 AP, was für ein Jungle-Item wirklich ein sehr, sehr hoher Wert war. Allerdings war diese Passive damals etwas anders. Vorher hat sie nämlich anstatt diesen Effekt 20% Spellvamp gegeben, ja. Das war auf einigen Champs natürlich komplett useless, aber auf einigen Champs komplett krass, ja. Ich kann mich noch zu der Zeit erinnern, hast du immer auf Zac dieses Item gebaut. Ja, du hast nicht das Tank-Item gebaut, du hast dieses Ding gebaut, du hast super viel Damage mit der zusätzlichen AP gemacht und hattest einfach 20% Spellvamp. Du warst quasi mehr oder weniger unzerstörbar mit dem Item. Das war wirklich, wirklich krass. Es gab natürlich auch noch einige andere Jungler, die das benutzt haben. War auf jeden Fall ein nettes Item. Natürlich fehlt immer noch ein Item, und zwar das für die Attack-Speed-Jungler, und hier haben wir Wriggles Lantern, ein Item, was eine komplette Meta ausgelöst hat und ich komplett bis zum geht nicht mehr wirklich richtig krank gehasst habe. Dieses Item hat euch erstmal 30% Attack-Speed, 12 Attack-Damage gegeben, On-Hit 75 Bonus-Magic-Damage gegen Monster, was ziemlich viel war, und außerdem 30% mehr Gold von Monstern. Das klingt ja erstmal so, ja. Was dieses Ding jetzt allerdings ausgemacht hat, ist, dass es sich verwandeln konnte. Im Prinzip genauso wie Mana Mune zu Muramana wird, sobald ihr genügend Mana-Stacks gesammelt habt, ist es hier, dass ihr 30 Stacks sammeln musstet. Die habt ihr bekommen,
indem ihr quasi ein Large Monster gekillt habt, das heißt Red Buff, Blue Buff etc. Gromp, oder indem ihr auch Kills oder Assists erzielt habt. Sobald ihr 30 Stacks hattet, hat sich das Ding zur Feral Flare entwickelt und da fing der Spaß erst richtig an. Und was diese Feral Flare jetzt so komplett krank gemacht hat, sind nicht ihre Stats, sondern ihre Passive. Denn die hat sich geändert, ihr macht jetzt nicht mehr On-Hit Damage gegen Monster, sondern On-Hit Damage gegen alles. Und dieser On-Hit Damage skaliert. Das heißt, ihr habt 25 Magic Damage gemacht und plus 1 pro Feral Flare Stack. Das Ding hatte keinen Cap, ihr konntet also unendlich viele Stacks sammeln. Und wenn ihr jetzt 100 Stacks gesammelt habt, was schon sehr viel war, aber auch nicht komplett unmöglich, dann habt ihr mit jedem Outhit, mit jedem 125 Magic Damage obendrauf gemacht für ein Item, was 1800 Gold kostet. Das heißt, wie hat dieses Item die Meta verändert? Jeder Jungler hat permanent nur den Jungle gefarmt. Ja, das heißt, jeder wollte natürlich die Stacks haben, permanent alles abgefarmt. Es gab keine Ganks, ja. Es wurde nicht gegankt. Gegankt wurde erst nach 40 Minuten, wo dann ein Udyr Full-Item-Build mit 5000 Farm, 300 Stacks aus dem Jungle kommt und du einfach null Chance hast. Wenn du jetzt also in der Champion Selection warst, die Gegner hatten, sagen wir einfach mal Nautilus, was damals sehr, sehr viel gespielt wurde, und du hast eine Nocturne, dann konntest du schon mal davon ausgehen, dass du das ganze Game lang keine Ganks bekommen wirst, beziehungsweise ein ganzes Team nicht, weil Nocturne einfach 24.000 Minuten farmen wird, bis er seine Feral Flare hochgesteckt hat, und der gegnerische Jungler wird euch komplett alles abfangen. Das heißt, es ist so ein Spiel mit der Zeit. Entweder ihr überlebt diese Zeit, bis Nocturne wirklich stark ist, oder ihr geht einfach alle 0-8 und das Game ist over. Feral Flare Jungler haben mich einfach komplett bis zum Mars, Mond und Jupiter durchgetiltet. Für die, die bisher immer noch alle Items kannten, haue ich jetzt hier nochmal was raus, und zwar der Flash Eater, der Fleischfresser. Sieht auf jeden Fall extrem crazy aus. War ein Item, was euch 20 AD, 10% Lifesteal für 1460 Gold gegeben hat. Im Prinzip also eine Mini-Blutdürster-Version. Das war aber natürlich nicht alles. Dieses Ding hatte noch die schöne Fleischfresser-Active. Das heißt, ihr konntet das Fleisch von den Minions rausreißen und fressen. Habt damit True Damage gemacht, konntet also gut last hitten, habt ebenfalls sehr, sehr viel HP wiederbekommen und einen permanenten Stack bekommen. Dieser Stack, ihr konntet so viele Stacks sammeln, wie ihr wollt, hat euch jeweils ein AD bekommen. Das heißt, hattet ihr 40 Stacks zusammengesammelt, war das Ding genauso stark wie der Blutdürster und konnte natürlich noch viel, viel stärker werden. Das Item war generell sehr goldeffizient, denn sobald ihr 6 Stacks gesammelt hattet, was ja nicht wirklich viel ist, war das Item schon 100% goldeffizient und alles, was darüber hinausgeht, ist einfach GG. Allerdings muss ich hier sagen, habe ich etwas gemogelt, und zwar ist es ein Item, was es damals nur in dem Black Market Brawler Event gab. Das war quasi zu dem Gangplank Reworks und Piraten Event. War eigentlich tatsächlich sehr, sehr cool. Es gab sehr viele coole Items und ich finde, sowas könnte Riot eigentlich mal auch wieder in die Rotation reinbringen. Ich weiß gar nicht, die haben sich so viel Mühe damit damals gemacht und jetzt ist es einfach weg. Ja, aber trotzdem ist es ja ein vielleicht cooles Item, und wenn ihr sagt, hey, ich hätte das absolut gerne ins heutige League of Legends, dann wählt doch bitte die 4. Natürlich werden sich jetzt einige von euch fragen, Herr Tobi, was ist eigentlich mit Deathfire Grasp und was ist hiermit? Ich habe schon 2-3 Videos dieser Art gemacht und da sind auch unter anderem das Deathfire Grasp mit drin. Das heißt, wer da Interesse hat, ich packe euch die Links mal unten in die Beschreibung. Abschließend habe ich mir noch etwas ausgedacht, was ich sehr, sehr gerne mit euch zusammen testen würde. Und zwar eine Art Wettbewerb, an dem natürlich ihr teilnehmen könnt. Es wird auch etwas zu gewinnen geben, und zwar in diesem Fall eine Lioncast LM30 Maus. Die kostet ca. 40 bis 50 Euro. Die liegt hier zu Hause bei mir rum. Ich muss definitiv dazu sagen, sie ist nicht mehr original verpackt. Ich hatte sie 1-2 Mal ein bisschen in der Hand, aber wirklich nicht viel. Also man kann mehr oder weniger vom Neuzustand reden. Die Bedingungen für diesen Wettbewerb sind folgende. Und zwar könnt ihr mir einen Pentakill, den ihr gemacht habt, in einem Ranked Game, und zwar zwischen dem 19.03. und dem 11.04. Das heißt, ihr habt sogar noch etwas Zeit, an die unten stehende E-Mail-Adresse zuschicken. Und solltet ihr tatsächlich gewinnen können, müsst ihr ebenfalls nachweisen können, ich weiß schon, wie ich das Ganze mache, dass das ebenfalls euer Pentakill ist. In diese E-Mail packt ihr mir dann einfach den YouTube-Link von eurem Pentakill-Video rein. Hier solltet ihr am besten keine Musik noch zusätzlich unter das Video legen oder auch nicht irgendwie editieren, bearbeiten. Das Video am besten ebenfalls in 1080p, also irgendwelche Pixel-Videos werde ich dann leider nicht bewerten können. Wichtig natürlich hierbei, bevor die Tränen fließen, der geilste Pentakill zählt und nicht einfach nur ein Pentakill. Ja, es gibt Pentakills, da staubst du einfach alles ab, und es gibt Pentakills, die machst du wirklich, weil du einfach ein extrem krasser Spieler bist. Das heißt, wenn man jetzt mit 20 Kills jetzt 5 Leute killt, ist das vielleicht nicht ganz so krass, als wenn man mit einem 1-6 AD Carry 5 Leute killt. Das aber natürlich nur als grobe Richtlinie, vielleicht können auch 20 Kills Pentakills ziemlich krass sein. Ich werde dann in den nächsten Wochen, wenn das Ganze ein bisschen durch ist, ein Video dazu machen, wo ich die besten Pentakills mit reinnehme. Ich weiß noch nicht, wie viele das sein werden, je nachdem natürlich auch wie viele ihr mir zuschickt. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, da könnt ihr gerne jetzt unten in den Kommentaren mitdiskutieren, falls ihr überhaupt denkt, dass es eine gute Idee ist, wie ich das Ganze bewerten soll. Also soll ich entscheiden, was der beste Pentakill ist, oder soll ich es vielleicht sogar euch überlassen? Aber das können wir dann ja wirklich schauen, wenn es soweit ist. Vergesst mich nicht, ich bin auch noch hier. Ich will auch ein bisschen Attention. Hallo? Hä? Oh, Pentakill, cool. Oh, lol. Ja, lol.
Je nachdem, wie euch das Ganze gefällt, wie gesagt, gerne Feedback oder auch Änderungen, falls euch was einfällt, was vielleicht mal besser machen könnte, unten in die Kommentare. Ich habe übrigens auch noch eine Razer Dev Adder Neuzustand hier rumliegen. Das heißt, man könnte das Ganze noch mal machen, dann vielleicht mit anderen Sachen. Das heißt, den besten Baron-Stil, das beste Outplay, der lustigste Moment oder irgendwie sowas. Das heißt, ich bin also für Feedback wirklich sehr, sehr dankbar, falls es wirklich konstruktiver, cooler Feedback ist. Ansonsten natürlich nicht vergessen, für die Items oben rechts zu voten. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am Samstag um 15 Uhr. Wer zu spät kommt, den trollt das Leben. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen und tschüss.